Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fabelhaften Folge Let's Play Pets. Natürlich Fest heißt es, ja. Es heißt Fest. Ja, ich bedanke mich einmal schon mal fürs Einschalten und auch für die ganzen vielen Tipps. Ja, ich habe mal versucht herauszufinden, was ihr immer in den Kommentaren mit solchen Kommentaren meintet, wie das Jay benutzt doch mal die Map und bla. Und ich habe nämlich jede Taste getestet und es gibt keine Map, bis ich irgendwann mal ermüdet auf Escape gedrückt habe. Und haha, wir haben hier ganz schön viele große Karten und die gucken wir uns jetzt mal eben an. Weil mit dem Controller kann ich diese Karte mir nicht angucken. Wir haben ja schon scheinbar etwas entdeckt. Weiß ich nicht. So, wir sind jetzt... Guck mal, das können wir alles hier drehen. Ich bin aber auch ehrlich gesagt noch nicht zu 100% schlau raus geworden. Wir sind jetzt hier in einem kleinen Teil dieses, ich sag jetzt mal, Grab-Levels. Und scheinen wohl mehrere kleine Miniräume zu geben innerhalb dieses Teils. Und dann halt diese nächsten Level, weiß ich nicht wie. Auf jeden Fall haben wir noch eine Menge vor uns. Hier haben wir ja angefangen und dann sind wir hier schnurstracks an dem Moment. Das ist das Dorf, wo wir ganz am Anfang waren. Und ja, ich sehe auch hier, dass relativ viele Sachen offen sind, wo wir wirklich, ja, viel noch nicht entdeckt haben, wenn ich mir das so angucke. Deswegen haben wir noch eine Menge vor uns und deswegen wollen wir jetzt hier auch vernünftig starten. Ich bin jetzt aber gerade noch etwas verwirrt und frage mich, ob wo ich jetzt hier weiter muss. Aber ich glaube, hier oben lang, oder? Ja, genau. Lol, hier oben müssen wir lang. Ja. Ich bin gespannt. Ich freue mich schon auf Samstag. Falls manche von euch kein Facebook haben. Wir sind auf dem Tuba Day 2013 im Moviepark in Bottrop Kirchhellen. Das ist am Samstag jetzt der Fall. Es gibt auch extra vergünstigte Karten. Hammer nice, hier haben wir noch wieder einen geilen neuen Würfel. Es gibt auch extra vergünstigte Karten, sodass ihr dann halt billiger in diesen Park reinkommt. Das ist echt, also ich weiß natürlich ehrlich gesagt nicht zu 100%, was da auf einem erwartet, weil ich auch noch nie auf so einem Tuber Day war. Aber vom Hören und so weiter gibt es eine Bühne, wo wir irgendwie, weiß ich gar nicht, drauf sein sollen, was weiß ich. Und wir können dann nachher ganz viele Fotos machen und Videos und Autogramme geben. Wir sind den ganzen Tag quasi für euch da. Wir machen das auch vollkommen nur aus Spaß. Das ist auch, finde ich, so ziemlich wichtig, ja. Ich finde, ihr gebt uns so viel tagtäglich. Und da kann man ja wohl mal machen. Samstag sich in einem coolen Moviepark treffen und ja, einfach mal einen lustigen Tag miteinander verbringen, so mit allen. Weiß ich gar nicht. Ich hoffe, es kommen auf jeden Fall ein paar. Und jetzt haben wir hier scheinbar dieses Grusel-Level beendet oder was. Aber hier ist ja beispielsweise, geht es ja auch noch weiter. Das verstehe ich jetzt noch nicht. Aber wie... Ich verstehe halt immer noch nicht, wie ich das... Nein! Oh, das Zeitreisetor aktiviere. Weil ihr sagtet, die Perspektive ändern würde helfen. Irgendwie hat das jetzt nicht wirklich viel gebracht. Außer, dass ich jetzt aus Versehen einfach mal wieder irgendwo am Arsch zurück bin. Wo sind wir denn jetzt? Ja, geil. Wieso wir auch immer da landen? Ich weiß nicht, wie man diese Scheiße nach oben drücken. Das ist doch kacke. Wie man diese Zeitreisetore verändert. Das checke ich einfach noch nicht. Es ist ein bisschen kackjes. Ein bisschen arg kackjes. Jetzt sind wir hier endlich wieder zurück, weil oben, glaube ich, noch was, oder? Zumindest scheint es da oben noch was zu geben. Da sehe ich es doch noch. Ein weiterer Weg. Und den wollen wir natürlich nochmal begehen. So, dafür gehen wir jetzt erstmal rüber. Wow, shit.
Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Ach ja, genau. Also wie gesagt, ihr gebt uns wirklich tagtäglich so viel. Und ja, es werden jetzt natürlich auch viele schreiben. Es werden jetzt natürlich... Jetzt habe ich den Faden verloren durch das ganze Gespringen. Ich bin nicht multitaskingfähig. Nee, jetzt werden wahrscheinlich auch viele schreiben. Mann, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich habe vollkommen den Faden verloren, Freunde. Es werden viele sagen. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte. Ist ja auch vollkommen egal. So, ich will jetzt hier hoch und will dieses Würfelfragment haben. Whee! Juhu! Immer nice. So. Dann gehen wir mal hier weiter. Gestern habe ich mein erstes... Nein, ich fange erst nochmal an. Ah, warte mal, muss ich noch irgendwas erzählen? Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht, was uns erwartet. Ja, ich hoffe auch, dass das Wetter gut wird. Wäre natürlich hammerätzend, wenn es da nicht so schönes Wetter wäre. Aber ist auch scheißegal. Selbst wenn schlechtes Wetter ist, wird uns das trotzdem nicht die Laune verderben. Dabei werden von uns Pete Smithies sein Hardy, Brammen, Chris und ich. Ups, Sebastian und Peter haben leider keine Zeit. Aber ich denke, mit vier Mann, da kann man doch schon eine Menge Spaß haben. Und natürlich mit den anderen. Ich weiß zum Beispiel, dass CK auch dabei ist. Und, ja. Ich weiß gar nicht, wer sonst noch da ist. Ich glaube, Alblali. Ich will jetzt aber auch nichts Falsches erzählen. Ja. Wird auf jeden Fall, glaube ich... So, what the fuck ist das? Habt ihr den Blitz auch gesehen? Da ist doch jemand. Ein Geist. Oder ist das Zufall? Komme ich denn hier irgendwie noch weiter? Ist hier noch irgendwie was? Irgendwie nicht so aus. Ne, aber irgendwie scheint es ja hier noch weiter zu... Ein geheimes Ding ist hier. Ja, okay, wahrscheinlich dieser... Aber was kann ich mit dem machen? Ich kann ja auch nicht... Lava! Leben nach dem Tod! Weltraum, Afterspace, Outer Life. Wow. Das ist ja ein geiler geheimer Tipp jetzt. Ganz im Ernst. Okay, scheint uns nicht mehr so viel Spannendes zu erzählen. Oder vielleicht müssen wir eine andere Perspektive haben. Stimmt, das hätten wir noch mal gucken können. Das machen wir noch mal eben. Vielleicht möchte er mit einer anderen Perspektive haben. Nein, möchte er nicht. Nee. Keine Ahnung, was es da wieder für einen tollen Trick gibt, den ich nicht raffe. Mal wieder. Ich bin ja schon quasi der Rätsel-Loop. Ja. Dann habe ich gestern mit Christian nachts um 3 Uhr mein allererstes Basketballspiel angeguckt. Chicago Bulls gegen Miami Heat. Der Christian ist ja so ein kleiner Chicago Bulls-Fan oder ein großer wohl eher noch. Oder? Wie kann ich denn jetzt hier die Perspektive ändern? Also ich würde es echt gerne wissen. Wähle ein Ziel aus und drücke... hoch für eine Zeitreise. Was? Kann ich das Ziel irgendwie hier auswählen? Vielleicht kann ich das hier auswählen. Ich will das. Das soll mein Ziel sein. Enter. Nee. Leertaste. WASD. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie. Wieso kann das denn nicht mein Ziel sein? Ich check es nicht. Ja. Freunde, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich drücken muss. Das ist doch scheiße. Jetzt landen wir ja wieder in dem gleichen Level. Ja, wow. Guck mal an. Hier gibt es auch noch was Neues. Okay, wo geht's denn da lang? Muss ich irgendwie alles erst auf Gold haben, damit ich da das Zeitreise-Ding benutzen kann? Oder was ist da los?
Wo sind wir denn jetzt? Ich muss mal hier abchecken. Oh, Moment, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Lava! Ja. Hier will ich weiter. Oder? Oder? Warte mal. Ich habe eine Idee. Wie sieht denn das? Ach so, und dann kann man das hier... Ah, jetzt habe ich... Was Stern denn? Wir könnten natürlich alternativ auch noch mal den Leuchtturm abchecken. Oder wir gucken uns die neuen Level an. Aber hier haben wir noch so viel nicht entdeckt. Ich glaube, wir gucken uns erstmal das hier an, muss ich sagen. Das finde ich irgendwie cooler. Ich weiß nur noch nicht, wie wir da weiterkommen. Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Ich guck mal eben nach, was die Karte sagt. Jetzt, wo wir die Karte der Karte mächtig sind, ist das ja auch eine schöne Sache. Okay, scheint wohl auch noch eine Tür zu sein, die ich nicht geöffnet habe. Hä? Aber wo? Okay, gehen wir einmal nach oben gucken. Das sehen wir jetzt mal. Es ist jetzt natürlich ganz schön ein Stück schwieriger geworden, kommt mir so vor. Mit den schwarzen Löchern. Leute, Moment. Müssen wir da hoch? Waren wir hier schon? Ist echt eine gute Frage. Nice, da haben wir eine Tür, wo wir noch nicht durch waren. Ja, alles klar, sehr gut, dann nehmen wir doch mal den Weg. Ne, das Basketballspiel war ziemlich fett, muss ich sagen. Hat schon Spaß gemacht. Kann man auch auf, glaube ich, Spox.com oder sowas gucken. Da habe ich mir auch mal für 4 Euro das Spiel gegönnt. Finde ich allerdings arschteuer. Sehr, 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 sehr teuer. Ist echt eine Unverschämtheit eigentlich. Aber egal. Ne, ich spiele zurzeit NBA 2K13. Da habe ich so eine kleine Karriere angefangen. Das mache ich aber außerhalb des Let's Plays. Und ich bin auch ehrlich gesagt, habe ich da auch nicht so viel Lust, ein Let's Play zu machen. Nehmt mir das nicht übel. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Lust ich da auf lange Zeit gesehen habe auf das Spiel. Oh, wir haben eine neue Schatzkarte. Toll. Ich weiß aber immer noch nicht, was mir die Schatzkarten bringen. Wie ihr das in der letzten Folge erfahren habt. Das war nämlich ein bisschen kackjes. So. Okay. Hier gibt es einen Schatz, hier gibt es einen Würfel und hier gibt es noch Scheiben. Die gehen wir die doch mal holen, oder? Bin ich mal hart für. Also finden wir halt erstmal den Weg. Um da hinzukommen. Nach oben. Ein bisschen nach oben. Das wird jetzt aber natürlich richtig schwer mit dem schwarzen Loch, habe ich das Gefühl, oder? Da haben wir noch tatsächlich ein paar Scheiben. Ich bin echt froh, dass ich diese Karte gefunden habe. Und vielen Dank auch nochmal für die Tipps da. Das ist echt, ohne euch wäre das jetzt echt, glaube ich, problematisch geworden. Erstmal los. Hallo? Runter. Juhu! So, da muss man aber richtig vorsichtig sein hier. Hier war doch auch irgendwo noch was. Juhu! So. Können wir hier hoch? Ja, das schaffen wir. Da haben wir noch wieder ein paar Stücke. Es geht ja ganz schön weit nach oben, muss ich sagen. Lol. Ah, okay. Hui. Ah, da ist wieder was. Nice. Ja, geil. Der nächste Würfel. Power. 16 Würfel haben wir jetzt gefunden. Du hast 16 Würfel gefunden. Du weißt, was zu tun ist. Du kannst jetzt die letzte Tür öffnen. Zumindest glaube ich, dass es die letzte ist. Wir haben ja noch nicht mal die erste Tür eigentlich geöffnet. Und wir sind schon voll weit. Na, voll weit? Na gut, voll weit ist vielleicht was anderes. Aber zumindest kriegen wir jetzt schon mal das mit den Würfeln hin und haben das gecheckt. Das ist doch schon mal was. Ne, ich glaube, wir müssen hier so.
oder? Ah. Juhu! Noch einen geilen Würfel gefunden. Bam! Hammer geil. So, dann benutzen wir natürlich jetzt auch dann das Fliegeportal. Und landen wieder wo? So langsam verstehe ich das Spielprinzip. Nach der, ich weiß gar nicht, wie vielen Folgen. 7., 6., ich weiß es gerade gar nicht auswendig. So, wo waren wir jetzt? Wir waren jetzt hier, ne? Genau. Da gibt es noch einen Schatz, den ich noch nicht gefunden habe. Ist natürlich auch nicht gerade gut. Aber egal. So, hier wollen wir nochmal lang. Da gibt es auch eine Tür, die man öffnen können. Wie kommen wir denn zu den Leuchttürmchen? Zu das Leuchttürmchen. Ist das hier der Leuchtturm? Kommen wir zu dem Baum. Ich glaube, das ist da oben, oder? Ja, genau. Da wollen wir natürlich jetzt nicht lang. Also nehmen wir uns einen anderen Weg vor. So, da waren wir ja gerade. Das heißt, wuhu, Sprung. Vielleicht hier lang. Ne, das ist aber, glaube ich, auch nicht richtig, oder? Ah, laber, da waren wir noch gar nicht. Ja, alles klar, dann rein damit. Dann machen wir das hier noch. Den Bereich des Levels. Ah, seht da, da haben wir wieder einen geilen Shit zu finden. Morgen ist es dann auch wieder soweit, dann ist wieder Search and Simulator am Start. Das war echt eine lustige Folge, ich habe die schon mal aufgenommen. Die war echt geil. Kann ich nur empfehlen, dass ihr euch den Shit reinzieht. Kann wirklich davon Shit reden, glaube ich. Wir haben auf jeden Fall eine Menge was zerstören können. Mit der Bombe. Oh, hammergeil. Huch! Okay. Juhu! Aber wofür können wir denn... Was machen wir denn mit der Kiste hier? Sieht so aus, als ob wir damit was machen könnten, oder? Ich weiß noch nicht was. Nee, irgendwie... Irgendwie ja dann doch nicht. Was ist das? Was ist das? Ist auch irgendwie wieder was. Also irgendwas scheint hier noch Geheimes zu sein. Aber da ist eine Tür hinter. Okay. Wie zur Hölle kann ich diese Tür freimachen, dass wir die sehen? Na, aber da ist noch eine Tür. Okay. Oh. Was passiert, wenn wir jetzt hier rein erstmal gehen? Jetzt landen wir wieder woanders. Leck mich doch am Arsch. Was sind wir denn jetzt? Okay. Ja. Nee. Das will ich in der nächsten Folge erst angucken, diese Bahndinger. Jetzt hier noch mal gucken, was hier zu finden gibt. Ja, wie kommen wir denn darüber? Ah. Oh, scheiße. Fuck. Okay, das war doof. Komm her. Das setzt sich hier voll chinesisch an. Juhu! Okay, wo sind wir jetzt hier? Das sieht doch nach einem guten Level aus, was wir hier noch machen können. Nein! Und jetzt geht er nach oben, du dumme Nuss. Zurück. So, nach unten oder nach oben? Ich bin für nach unten. Komm. LOL! Nicht. What the fuck? Ist das ein endliches Level? Das ist ja voll witzig. Jetzt komme ich da aber nicht hoch. Das heißt, ich muss absteigen. Hinab. Lol, das ist noch ein Lorber. Ups. Das war natürlich jetzt schmerzhaft.
Okay, es wäre schmerzhaft, wenn wir nicht Gommes wären. Yes! Bam! Noch ein Würfel, mein Gott. Heute ist echt mit der Macht der Karte. Kommen wir gut voran, muss ich sagen. Hier ist schon wieder ein Geheimnis, Alter. Leck mich doch am Arsch. Und ein kleines Tor. Okay, wo finden wir denn ein Geheimnis? Und wie zur Hölle soll ich denn das Geheimnis herausfinden? Das ist ja auch nochmal sehr spannend zu erfahren. Aber irgendwie... sieht das ja alles gleich aus, oder? Jetzt sind wir wieder hier, wo wir Würfel gefunden haben. Hä? Okay. Hammer nice, aber kein Plan. Was hier wieder ein Geheimnis sein soll. Ja, aber wir wollen natürlich nicht das Portal benutzen, sondern... hier haben wir jetzt auch noch ein Geheimnis, ne? Oh, hier kommen wir ja hoch. Oben ist auch noch mal ein Weg. Wo sind wir da? Lol. Nochmal so ein kleines Level. Na komm, das machen wir jetzt aber dann zum Abschluss. Oh lol, oder auch nicht. Doch. La! So. Huh. Ah, so ist gut. Juhu! Was bist du denn für ein riesiger Biber? Ein Maulwurf. Oder nee, was ist das? Das ist ein Hund und ein Fuchs. Kapp und Kappa ist das. Kennt ihr Kapp und Kappa? Das ist ein Disney-Film. Hab ich früher mal voll gerne geguckt. Toll, oder? Juhu! Noch ein, Trüchen. Trüchen. Eine Trüchen, Mama. Bäh! Du hast ein altes Artefakt entdeckt. Das wurde bestimmt zum Schreiben verwendet. Was sollen wir das bringen? Kann ich jetzt hier was mitmachen? Lass mich raten, wenn ich jetzt das Cape drücke, ist ja noch ein Geheimnis. Nein, doch nicht. Oh. Wir haben unser erstes geiles Artefakt gefunden. Leck mich fett. Wow. Was kann ich jetzt damit Geiles anfangen? Außer angucken? Das wurde früher zum Schreiben verwendet. Ist das jetzt hier ein Alphabet oder was? Okay, ich glaube, ich kann das Alphabet entziffern. Da steht, du sollst morgen wieder einschalten, wenn wir Let's Play Fest zocken. Um... was steht da? Ich erkenne das nicht genau. Moment. Ach, wieso schläft denn jetzt Gommes sogar noch ein? Nee, ich glaube, 20.30 Uhr steht da, ne? Also, haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.